Bist du bereit, die Suche zu beginnen? Bereit genug, auf dass andere Zeitlinien und Titanen zu finden sind. Garrus? Liu Kang? Ruhig, Kitana. Du bist unter Freunden. Was passiert hier? Wo bin ich? Weit weg von zu Hause. Genauer gesagt, in einer anderen Zeitlinie. Was? Bist du auch ein... Ein Wächter der Zeit? Ja. Wir beide also? Wie ist das nur möglich? Der Kampf um Kronikas Stundenglas hat die Zeit aufgespalten. Wo einst eine Zeitlinie verlief, gibt es nun viele. In jeder neuen Zeitlinie hat dieser Kampf die Möglichkeit, anders auszugehen. In meiner wurde ich der Wächter der Zeit. In deiner warst du es. In anderen ist es vielleicht Jade, Sindel oder Kano. Die Möglichkeiten sind endlos. Wenn aus einer Zeitlinie mehrere entsprungen sind und wir beide Teil davon sind, dann bist du... Du bist mein... Liu Kang. Derselbe, der am Hof von Shang Tsung gegen dich gekämpft hat. Und im Kolosseum mit dir. Der vor Stolz strahlte, als du Khan der Außenwelt wurdest. Warum hat sich das Schicksal nur gegen uns verschworen? Dürfen wir das Leben gar nicht genießen? Gute Frage. Vielleicht in einer der anderen Zeitlinien. Wer weiß. Ich würde gerne glauben, dass du mich deshalb herbrachtest. Aber dafür kenne ich dich wirklich zu gut. Welche Pflicht erwartet uns? Etwas Geduld. Zuerst müssen wir mehr unserer alten Freunde versammeln. Shang Tsung, ein Titan mit der Macht des Stundenglases. Ja, Kung Lao. Eine Bedrohung für alle Zeitlinien. Noch weiß er aber nur von seiner und der von Liu Kang. Noch. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich hatte gehofft, mein Sieg über Kronika würde den Combat-Kreislauf durchbrechen. Doch, er beginnt von Neuem. Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen Shang Tsung stoppen. Wenn nötig, helfen die Millionen meiner Gemeinschaft des Weißen Lotus. Danke, meine Freunde. Er ist hier. Liu Kang, du bringst Verbündete und sogar Titanen. Wie konnte ich nur so blind sein? Unsere beiden Zeitlinien sind nicht die einzigen. Geh zurück, Shang Tsung. Die Verschmelzung der Zeitlinien ist fehlgeschlagen. Ja, deine Kameraden waren einfallsreich. Daher begnüge ich mich damit, einfach deine Zeitlinie zu zerstören. Zu wissen, dass ich noch andere erobern kann, erleichtert mir die Entscheidung. Sobald ich dein Stundenglas zerstöre, hört deine Zeitlinie auf zu existieren. Es wird ein Vergnügen, dich noch einmal zu töten. Ein allerletztes Mal. So wie damals. Ich werde stets wissen, was du vorhast. Ebenso.
Hoffen wir, dass unser Vorteil entscheidend ist. Und damit sage ich willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge IDK Gaming for You. Ich bin der Dennis und wir spielen Mortal Kombat. Ich habe es vermisst, an Kitanas Seite zu kämpfen. Reißen wir ihnen das Fleisch von den Knochen! Sind die Tamias aller Zeitlinien so böse? Meine ist auch so. Triff erstmal meine, dann wirst du anders denken. Nur zu gern, wenn wir diesen Kampf überleben. Fight! Keine Frage. Ich ziehe meine Li Mei dir vor. Nur zu gern, wenn wir diesen Kampf überleben. Fight!
gar keine Frage. Ich ziehe meine Li Mei dir vor. Muss das so weitergehen? Hat Shang Tsung nicht zu bieten. Es hat begonnen. Ken. Wir müssen sie stoppen. Ist das Stundenglas leer, wird diese Zeitlinie zerstört. Rasch, mein Freund. Diese Schlacht endet mit der Auslöschung deiner Zeitlinie. Deine letzten Augenblicke werden qualvoll. Ja, prahl du nur. Ich habe viel bösere Zwillinge als dich besiegt. Fight! Spiegelbild zu zerbrechen. Zurück in eure Zeitlinie, Brüder. Wir haben wenig Zeit. Das Stundenglas versagt. Dann lasst es uns beenden. Jetzt. Seid gute Mädchen und tötet sie, ja? Wie du befiehlst, Shang Tsung. Kitana und ich übernehmen sie. Rette das Stundenglas. Ja, okay. Du kannst es nicht retten. Ich weiß nicht, welches schlimmer ist. Beide sind verzerrte Bilder von mir. Sie sind abscheulich. Wir lassen sie nicht überleben. Fight! Yeah!
Sobald Shang Tsung tot ist, seid ihr es auch. Vorbei, Liu Kang. Hab Dank für eure Hilfe, ihr alle. Dies ist unser Sieg. Shang Tsung ist fort, aber nicht besiegt. Er kehrt zurück und versucht es erneut. Nicht nur gegen diese Zeitlinie, sondern gegen alle Zeitlinien. Unser Vorgehen ist klar. Wir müssen in die Offensive gehen und ihm die Macht für zukünftige Angriffe gegen uns nehmen. Ich stimme zu. Doch Shang Tsung versammelt sicher schon Verbündete, so wie ich euch. Wir müssen es ihm gleich tun und eine übermächtige Armee aus allen Zeitlinien aufstellen. Ja, und damit sage ich erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne Like, Kommentar, kostenloses Abo da und PSN und Discord-Namen. Dann können wir gegeneinander kämpfen. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.